Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Review von mir. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass es sich bei dem Gerät nur um das THL T6C handeln kann. THL ist den einem oder anderen vielleicht schon ein Begriff, ist wie immer eine chinesische Marke und wird durch die verschiedenen Online-Shops dann nach Deutschland importiert und ist bei eBay für ungefähr 60 Euro verfügbar. Link wie immer in der Beschreibung. So, 60 Euro sind nicht viel für ein Smartphone und deshalb verschaffen wir uns erstmal ganz kurz einen Überblick über die technischen Daten. Auch wenn ich zugeben muss, dass die in den Preisbereich sich ständig wiederholen, aber es gibt mit Sicherheit auch genügend Leute, die nicht meine ganzen Reviews gucken, daher, naja, nochmal der Urschleim, der technische im Preisbereich zwischen 50 und 100 Euro. Wir haben den allseits bekannten MediaTek-Prozessor, den 6580, ein Vierkerner, der mit 1,3 GHz pro Kern taktet. Das 5 Zoll Display löst mit 854x480 Pixeln auf oder Bildpunkten. Gut, das ist jetzt ein bisschen weniger, als wir es gewohnt sind. Meistens haben wir ja HD. Ist natürlich ein IPS-Display, sollte uns also eine gewisse Blickwinkelstabilität versprechen. Die Hauptkamera, die löst mit 8 Megapixel auf, die Frontkamera mit 2. Das sagt uns wie immer nicht sehr viel über die Qualität, sondern lediglich über die Auflösung. Wi-Fi BGN steht uns zur Verfügung, GPS, 1 GB RAM und 8 GB ROM, also 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Festspeicher. Der Festspeicher ist natürlich wie immer per MicroSD-Karte erweiterbar. Dann haben wir natürlich Bluetooth 4.0, Android 5.1 und der Akku, der misst, naja, knappe 1900 mAh. Das Gerät ist dann 8,2 mm stark. Und wiegt, das weiß ich gar nicht genau, ich glaube was bei 130 Gramm, habe ich leider in meiner Beschreibung ja gerade nicht stehen, aber 124 Gramm, na, da habe ich doch ganz gut geschätzt. Okay, genug von den technischen Gequatsche, wer wissen will, was aus der Box so alles mit daherkommt, der kann sich das Unboxing angucken. Ist jetzt aber nichts Besonderes dabei. Davon abgesehen, wer sich nur einen kurzen Überblick über das Gerät verschärfen will, den empfehle ich ebenfalls das Unboxing, denn ihr seht es ja schon, das Video ist etwas länger. Zumindest denke ich, dass es etwas länger wird. Im Moment mache ich es ja noch, aber es ist in der Regel mal etwas länger. Und so wie ich jetzt wieder rumquatsche, wird es das wahrscheinlich auch werden. So, wir haben hier ein Plastikgehäuse. Das heißt, das Gerät oder das Gehäuse besteht aus Plastik. Yay, Erkenntnis. Das wird aber unterbrochen, da können wir mal ein bisschen herangehen, durch so einen Metallrahmen, der eigentlich ziemlich nice aussieht. Ich habe das Gerät jetzt, glaube ich, eine knappe Woche als täglichen Begleiter immer dabei gehabt und ich finde das ziemlich schmuck. Seht ihr? Die meisten, die haben ja immer nur so einen ganz Stino-Metallrahmen, dann halt, bah, der sich einfach nur durchzieht, aber den haben wir im Übrigen nur an den Seiten, also an oben und unten haben wir den nicht. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich ein wirklich schönes Designelement. Dann, das sieht man kaum, kann man vielleicht mehr im Profil sehen, haben wir hier die Lautstärke-Wippe und die ist transparent, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch so weiß grundiert. Und das sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Das ist hier mit dem Power-On-Taster genau das gleiche, das kann man kaum einfangen, richtig. Aber das ist schon eine ganz gute Idee, nicht einfach nur einen weißen Knopf zu machen, also einen weißen Plastikknopf oder, naja gut, manche Tasten sind ja dann aus Metall, das sieht natürlich dann auch nicht unbedingt verkehrt aus, aber ich fand das immer eine gute Idee. Und macht auch tatsächlich was her. Ja, ebenfalls außergewöhnlich in dem Preisbereich ist definitiv, das sieht man jetzt hier natürlich nicht, die LED-Benachrichtigungsleuchte. Oder ich glaube, man könnte es sehen, das ist ein bisschen kurz, das Kabel. Wenn wir denn mal kurz, ja, das Ladekabel anschließen, dann sehen wir hier, die Benachrichtigungs-LED, die uns jetzt anzeigt, natürlich auch wenn das Gerät im Standby ist, uns anzeigt, dass es geladen wird. Genauso bekommen wir dann Benachrichtigungen, wenn der Akku langsam runter ist oder wenn wir eine Nachricht erhalten haben. Deshalb auch Benachrichtigungs-LED. Ja, und wie wir gerade festgestellt haben, ist der Micro-USB-Anschluss auf der Oberseite, das finde ich immer nicht so toll, der Klinkenanschluss natürlich auch, das ist wiederum okay. Und die Kamera auf der Rückseite mit so einem metallenen Ring, das sieht ganz okay aus, 100 LED-Flash, THL-Logo und da sehen wir unten auch noch, was es bedeutet, THL, nämlich Technology Happy Life. Sehr schön. Und natürlich der Lautsprechergrill.
der schön groß ist. Dürfte keine Punkte bringen, aber man kann wenigstens nicht ganz so schnell abdecken. Hier unten übrigens, das ist dafür da, um das Gehäuse zu öffnen. Wer das jetzt speziell nochmal sehen will, wie man das Gehäuse öffnet, wie man die SD-Karte und die Micro-SIM etc. einlegt, der guckt sich am besten das Unboxing an. Da habe ich das Ganze gemacht. An der Stelle will ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja, die Verarbeitung von dem Gerät, und das ist jetzt unabhängig von den gewählten Materialien, ist wirklich nicht die Verarbeitung, die ist eigentlich ziemlich gut. Das bedeutet im Einzelnen, dass die Tasten einen guten Druckpunkt haben und also die Lautstärke wird natürlich auch. Könnten ein bisschen im Profil ein bisschen mehr aus dem Gerät rausstehen, damit man sie besser finden kann, besser tasten kann. Aber das ist jetzt kein tatsächlicher Mangel. Und auch der Rest, das klar, wenn man sich jetzt Mühe gibt, dann kriegt man das Gerät schon dazu zu knacksen. Aber jetzt im täglichen Gebrauch nicht. Das heißt, das fühlt sich alles sehr straff an. Wir haben gute, na, wie heißt's? Spaltmaße, jetzt hab ich's. Das heißt, es ist alles sehr passgenau, es wackelt hier nichts und das gilt auch für den Akku und so. Ja, und die Karten, die lassen sich auch ganz gut einlegen und das ist alles hier schon ganz gut gemacht. Ja. Also von der Verarbeitung her gibt es eigentlich soweit keine große Kritik. Und für das Geld, was man dafür bezahlt, ist das sowieso top. Aber das ist ja nun nicht alles. Schauen wir es mal an. Haben wir vorhin schon gemacht. Wutsch. Wutsch. So. Da mache ich meine ganzen privaten, höchstpersönlichen E-Mails. Ja, ich habe mit dem Gerät noch bis vor kurzem gearbeitet. Jetzt gerade bin ich auf das müssen wir mal ja, auf das MPI halt umgestiegen und es ist ja schön warm durch die Laderei. Ich habe mit Pokémon Akku schon wieder platt gemacht, das sieht immer ganz schön flott, muss ich zugeben. Ich brauche meine Powerbank zurück, warum habe ich sie verliehen? Oh, ich habe eine SMS gekriegt. Wer verschickt heute noch SMS? Ja, ich brauche keinen Datentarif, ich habe Prepaid und ich habe SMS. So. Software, Android 5.1 haben wir drauf. Wie schon erwähnt, mal schauen in den Einstellungen, die hier irgendwo sind. Da können wir ja mal kurz reinschauen. Systemaktualisierung ist, glaube ich, ein toter Button. Das heißt, er sucht jetzt zwar, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie irgendwo mal was kommt. Ich glaube, das ist eher so, dass man online die ein oder andere ROM mal findet und die kann man sich dann halt mit über einen PC flashen. Jetzt sucht er sich jetzt um die Abbrechen. Ja, ich denke, wenn, dann muss man das über einen Computer flashen. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht, wie man diese MediaTek hier Sachen, wie man die patchen kann. Geht von kompliziert. Aber ich sag mal, würde ich nicht machen, wenn es läuft. Ja? Never touch running system. Ich habe mir damit schon Viren aufs Gerät gepatcht und das ist mir recht nervig dann. Hier sind ein paar technische Daten, die ich schon genannt hatte. 6580 und die Frequenz, die Zackfrequenz vom CPU etc. etc. So, ja, also mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Aber was ich euch mal noch zeigen kann, unter Display ist hier Mirror Vision. Und dann könnt ihr auf die drei Striche. Mirror Vision ist dazu da, um das Display ein bisschen einzustellen. Dann sieht man ja auch, man kann sich vorgefertigte Sachen hier auswählen. Standard, lebendig, Benutzer. Also eigentlich ist das vorgefertigte. Standard ist am Anfang immer aktiviert, aber lebendig kann man halt noch machen. Und da sieht man dann hier auch in dem Bild die Vorschau. Aber ich finde das nicht sehr ausgeglichen, dann kommt es zu Farbverfälschungen. Aber um jetzt mal kurz noch den Anschluss zu finden, das Display ist am Anfang nicht sehr gut eingestellt. Es ist ein bisschen farbschwach und überblendet teilweise. Und deshalb sollte man hier nachregeln. Ihr könnt es machen, wie ihr lustig seid. Wie gesagt, lebendig finde ich, da kommt es zu Farbverfälschungen. Das heißt, das Blau ist nicht mehr richtig blau, sondern geht ins Türkise rein, solche Einheiten. Deshalb habe ich dann halt Benutzer definiert. Und wenn man das anhakelt, dann werden die Sachen hier alle verfügbar. Kontrastsättigung und Bildhelligkeit, im Prinzip könnt ihr das erste auswählen und dann kommt dann automatisch hier mit den Pfeilen, kommt dann zum nächsten und ihr könnt es euch einstellen, wie ihr lustig seid, aber das ist die Einstellung, die ich habe. Ich habe den Kontrast ganz runtergenommen, die Sättigung hatte ich, ja, das weiß ich gar nicht, was der Ausgangswert ist, das sieht man jetzt hier nicht, aber offensichtlich auch ein bisschen runtergenommen und die Bildhelligkeit hoch und
die Schärfe mein hochgenommen und den dynamischen Kontrast habe ich noch angeworfen. Genau. Stimmt, ja, ich habe die, die Farbsättigung noch mal eins runtergenommen, eben wegen diesen Verfälschungen. Schon ein bisschen nervig. Na, jedenfalls, wenn man das halt sich so ein bisschen eingestellt hat, dann sieht das Display eigentlich ganz gut aus. Und wenn ich hier mal reinzoomen darf, dann sehen wir dann auch, dass die Blickwinkel ebenfalls okay sind. Das heißt, wenn wir das Gerät neigen, na, kann ich es noch ein bisschen schärfer stellen, neigen und kippen und es durch die Luft werfen, dann können wir trotzdem das alles noch ganz gut erkennen. Ne? Da gehen ja keine Informationen verloren. Das sieht alles noch ganz gut aus, ganz vernünftig. Und das ist auch ziemlich wichtig. Ne? Ja, wir hatten ja schon erwähnt, dass die Auflösung ist halt nach unten, die eine Stufe sozusagen unter HD, das nennt sich dann QHD, also mit einem kleinen Q, mit einem großen Q, wäre es wieder vierfache HD, also hier 2500 mal blablabla. Bla bla. Aber auch jetzt zoomen wir hierfür mal wieder rein. Ihr könnt sehen, dass sich das jetzt erstmal im normalen Android so nicht negativ auswirkt. Da erstmal ist das Display ja sowieso in Anführungsstrichen, also in Anführungsstrichen, nur 5 Zoll groß. Das heißt, hätten wir jetzt zum Beispiel ein 6 Zoll Telefon mit der gleichen Auflösung hier, dann würde das wahrscheinlich ziemlich scheiße aussehen. Aber da wir nur 5 Zoll haben, macht sich im Android so erstmal nicht bemerkbar. Das heißt, wir haben keine großartige Treppchenbildung und auch runde Formen. So. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Noch ganz gut. Erst bei kleinen Formen macht sich das dann richtig negativ bemerkbar. Aber so auf den ersten Blick, oder hier die Uhrzeit, das ist eigentlich auch sehr filigran. Und ihr seht, das ist eigentlich schon okay. Das ist schon okay, nur wenn wir uns zum Beispiel Texte im Vollbildmodus anschauen wollen, wo dann natürlich die Buchstaben entsprechend klein sind, dann kommt es zu starken Verpixelungen. Ich kann es euch nochmal kurz zeigen. So, hier haben wir jetzt mal kleine Schrift. Also man kann sie schon noch lesen, aber jetzt sieht man natürlich viel deutlicher, wie das Ganze verpixelt. Wenn man dann ranzoomt, wird es natürlich dann wieder sehr scharf. Aber je kleiner die Objekte der Begierde sind, umso schlechter lässt sich das Ganze dann überhaupt noch erkennen. Es verpixelt dann halt ziemlich stark. Ich glaube, ganz unten ist immer noch mal ganz kleiner Text. So, die Quellen. Ne, ist alles gleich groß. Aber gleich klein. Ja, doch, da ganz unten. Das kann man fast unmöglich noch scharf stellen. Also, eigentlich so kann man den Text dann nur noch erraten. Er verpixelt dann zu stark. Und das ist halt der schlechten, der niedrigen Auflösung. Es liegt halt daran. Ne? Also was ich mit einem hier QHD-Display und sowas, da kann man da rauszoomen, wie immer lustig ist, das sieht man dann immer noch alles. Ob man es dann auch lesen kann ohne Lesebrille, ist natürlich die andere Frage. Also HD wäre sozusagen hier besser, aber naja, muss jeder für sich selbst entscheiden, was er so für Ansprüche hat. Okay, kommen wir zum Thema Performance. Kommen wir zum Thema Display, wo wir gerade waren. Performance kommt danach. Eins habe ich nämlich vergessen, und zwar der Touchscreen. Und da machen wir mal SwiftKey auf. Da machen wir SwiftKey. Ah ja. Weil hier kann man kurz die Tastatur aufploppen und da kann ich euch das zeigen. Das sieht wie Butter. Also für die, die halt viel mit WhatsApp schreiben, das werden ja wahrscheinlich die meisten sein. Die brauchen sich keine Gedanken zu machen, man kann sehr schnell hintereinander wegtippen. Ganz im Gegensatz zu den MP, was ich gerade teste. Wenn ihr mögt, kann ich hier mal kurz einen Vergleich anstellen. Das MPS 168 Plus, das teste ich aktuell, sozusagen mein täglicher Begleiter. Und das ist ein super Telefon, auch sehr billig. Aber hier ist halt der Touchscreen eher träge. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich auf den Ding eingehackt habe, wenn ich das jetzt hier machen würde. Also ihr seht, dass die Hälfte ungefähr der Eingaben, die ich tätige, überhaupt gar nicht angenommen werden. Dann kommt es noch zu diesem komischen Bug, ich weiß nicht, ob das nur bei SwiftKey ist, dass der auch bei den Fehlangaben die Wörter komplett löscht. Und man kann nicht schnell schreiben. Vor allen Dingen, wenn man Swipe benutzen möchte, das mache ich, habe ich hier schon ausgestellt, dann ist das Ganze eigentlich noch katastrophaler. Mal gucken, ob ich das gerade mal finde, mal aktivieren kann. Tippen, Autokorrektor, nee, das ist jetzt hier irgendwo versteckt. Gesteneingabe, ist zum ersten Gesteneingabe. Ah ja, da haben wir es doch. So. Und
Ihr seht, dass der ab und zu sozusagen halt swiped, obwohl ich das nicht mache. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Ist das ein TL? Also hier kann ich auch swipen, das ist auch eingestellt. Das habe ich bei den MP nur deaktiviert, wegen eben genau diesen Fehler. Und hier kann man aber schnell schreiben, ohne dass irgendwas passiert. Und hier geht das halt nicht, ja. Hier macht er dann diese Fehler. Das hatte ich bei dem Yumi Roam, habe ich gehabt. Bei dem Yumi Roam X war das genauso gewesen. Und noch bei irgendeinem anderen Telefon, da war das auch, ich glaube bei MK World, VK700X, da war das auch so gewesen. Tja, bei manchen, die haben halt die sparen halt an der falschen Stelle, denn ich finde, das ist ziemlich wichtig. Zumindest, wenn man halt wirklich viel schreibt, jetzt bei Benutzung von Android macht sich das ehrlich gesagt nicht bemerkbar. Wenn man jetzt zum Beispiel Pokémon Go spielt, dann merkt man das auch nicht. Das ist wirklich nur, wenn man schnell Eingaben hintereinander wegmachen muss, das macht man in der Regel halt nur beim Schreiben. So, nur damit ihr nochmal wisst, warum ich das mal mit reinnehme, ist ein wichtiges Thema und es ist leider auch noch nicht für den Chinesen ausgemerzt. Es gibt immer noch Touchscreens, die halt so langsam reagieren. Tja, aber THL hier hat das Problem nicht. Hier funktioniert das einwandfrei. Und natürlich gilt das auch dann für das System und sowas. Hier kann man sich problemlos durchswipen, also ja, passt. Nun kommen wir zum Thema Performance. Mal gucken, hatte ich nur Antutu schon durchlaufen? Habe ich nicht auf Antutu gerade getippt? Nee, ich glaube nicht. Nee, der habe ich noch nicht durchlaufen lassen. Aber ich kann euch sagen, ihr kriegt wahrscheinlich wieder was bei 24.000 Punkte. Ist, naja, das sind ja die technischen Daten, die man schon kennt. Die Frage ist natürlich immer, wie das von den jeweiligen Herstellern umgesetzt wird. Ich hatte ja zum Beispiel das im Akkus 50 Kobalt getestet. Ja, das kriegt ja auch mit 24.000 Punkte. Bei Antutu, oh, da war das einfach alles hakelig und ruckelig gewesen und das ging mir überhaupt gar nicht klar. Und auch bei ZTE zum Beispiel haben wir oft ein Performance-Problem, obwohl die technischen Daten eigentlich stimmen. Ah, dafür gibt es solche Reviews hier und solche Nerds wie ich, die sowas austesten. Und das THL T6C hat hier fantastisch abgeschnitten, die Performance ist super. Der lässt sich überhaupt nichts meckern, man kann halt die Games zocken, die man halt mit solchen Specs halt zocken kann. Und man kann gut im Internet surfen, ohne dass das jetzt zu starken Rucklern kommt. Und hier das Scrolling, das ist auch einwandfrei, da lässt sich überhaupt nichts meckern. Auch wenn jetzt mal ein paar Tabs mehr offen sind, ja, wo andere dann schon anfangen zu schwitzen, also andere Geräte mit der gleichen technischen Daten, ist das THL hier eigentlich immer ganz gut dabei. Das hat eigentlich Spaß gemacht, man kann mit Geräten echt alles machen, was man will. Und Multitasking funktioniert auch ganz gut, könnt ihr ja hier, wenn ihr den Home-Button gedrückt haltet, dann kommt ihr in den Task-Manager, dann könnt ihr das hier einzeln beenden oder alles. Einfach mit einem Schlag, hat glücklicherweise ein One-Click-Cleaner, hat nicht jedes Gerät, was mich immer ein bisschen verwundert. Und man sollte sich den Speicher auch immer mal ein bisschen aufräumen. Aber auch wenn hier besonders geöffnet sind oder halt mehrere Tabs im Browser geöffnet sind, das Gerät kommt dann nicht so schnell ins Schwitzen. Und wie gesagt, es hat eigentlich jetzt echt Spaß gemacht. Ich bin ja, was die Performance angeht, eigentlich auch relativ anspruchsvoll und so. Und auch wenn ihr es interessiert, wie Pokémon Go auf dem Gerät läuft, habe ich ein extra Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Ich kann euch aber auch sagen, das hat soweit ganz gut funktioniert. Ich konnte ja sogar Pokémon Go in Verbindung mit einer Screen-Aufzeichnungssoftware oder einem Screen-Recorder, Deutsch-Englisch, mit einem Screen Recorder laufen lassen und so, das ging auch alles noch, war immer noch spielbar gewesen. Also, ja, ich mehr kann man für 6580 nicht erwarten. Und gibt es sozusagen von daher eigentlich auch eine positive Bewertung. So, spielen wir mal ein bisschen was. Ist ja mein auch irgendwo gehört das auch zum Performance-Test. Ich habe ein neues Spiel, Heroes of Star Wars oder so, da steht jetzt nur Heroes, da ist auf jeden Fall ein Star Wars Game. Und natürlich Atos Adventure, was ich jetzt gerade suche. Und da können wir auch mal einen Vergleich anstellen, damit ihr wisst, was ich so meine. Das ist das Arcos Cobalt 50, das habe ich auch schon reviewt. Das müsste jetzt. Fuck. Sag nicht, du bist leer. Nein, bist du nicht. Okay, während der bootet, können wir hier schon mal ein bisschen was starten. Ich mache mal den Lautsprecher auf volles Programm, da könnt ihr den hören. Ich kann es mal ans Mikro halten. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das ist, vielleicht schneide ich es nachher raus, wenn es scheiße klingt. Aber ich kann mal schlecht vermitteln, wie so die Qualität von den Lautsprecher ist.
Ich kann es immer nur sagen. Und ich sage euch, dass der Lautsprecher super ist. Er ist sehr laut, er ist sehr kräftig, sehr bassig. Klirrt nicht so in den Ohren, das habe ich manchmal auch schon gehabt, dass man den Lautsprecher auf Volllautstärke stellt und das dröhnt dann so eigenartig, klingelt so in den Ohren, das muss man wieder leise machen. Ist hier nicht der Fall. Ja, jetzt geht's schon los, weil ich auf Start gedrückt habe. So, oh, ich habe diesen Pass, der ist doof. Boing. So, nee, der ist... Ach, okay, ich hab was erledigt, ob ich nichts gemacht hab. Nee, hier kann man noch wechseln. Sehr gut. Ich spiele aber mit der Braut, sie kann nämlich in der Luft sich ganz gut drehen. Ja. Machen wir mal ein paar von diesen bekackten Lamas einsammeln. Dann gibt es auch wieder leckeres Lama-Fleisch zum Abendbrot. Komm, komm. So. Tja, also man kann es ja sehen. Keine Ruckler. Keine kleinen, keine großen. Das läuft eigentlich ziemlich performant und ja, ich teste ja zumindest immer Altos Adventure und da könnt ihr das immer mit anderen Handys vergleichen, dann seht ihr mal so ein bisschen die Unterschiede im Gaming-Bereich. Boing, da hätte ich noch ein Saito dranhängen können. Ich sehe mich auch nicht mehr. Na, ab in den Wald. Putsch, habt ihr gesehen? Der Vogel auf sein Pferd hat gewartet. Das ist nicht nett. Ich meine, er soll mich eigentlich catchen. Aber da ich in der Luft bin und er nicht fliegen kann, wartet er dann schlichtweg. Ich muss langsam mal sterben, weil das geht schon viel zu lange hier. Ich bin im Rausch. So. Lauf beenden. Also haben wir einen kleinen Eindruck jetzt gerade mal davon gewonnen. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten. Heroes. Heroes auf. Mal gucken, wie das Spiel eigentlich noch hieß. Ein bisschen scharf stellen hier. Star Wars Galaxy of Heroes. Aha, so heißt's. Gucken, ob das Sound hier. Ach so, nee, das ist jetzt Klingelsound. Ja. Also die Ladezeiten von den Spielen sind meistens ziemlich hoch. Das nervt nur so ein bisschen. Ach ja, das Display. Also das Display verschmiert hier dann leider auch. Nicht so krass wie bei Marcos. Da muss ich ihn ab und zu mal reinigen. Aber es verschmiert trotzdem. Abholen. Irgendwas gibt es hier mal kostenlos. Auch so ein Tagesbonus. Nein, danke.
Wir wollen eigentlich nur kämpfen, um so ein bisschen das Ganze zu demonstrieren. Machen wir mal was ich jetzt auch gewinne. Ich will mich jetzt nicht blamieren. So, das Team passt schon. Ich habe bloß das eine. Also ich bin erst Level 5 oder keine Ahnung. Ist ein bisschen dunkler hier. Das blendet ganz schön. So, da sehen wir die Grafik hier. 3D, das ist auch nicht verkehrt. Sieht ja hier ganz schmuck aus. Und wir greifen mal an. Das war der falsche Knopf. Was hat denn der jetzt hier dazu gekriegt? Aha, 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 aha. Das ist irgendwie neu. Batsch, stirb! Bob, bob. Oh nein, nur 15%. Oh, ich hoffe, das reicht noch für das Review. Kommt, wir müssen uns beeilen, wir haben noch 15%. Putsch! Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so spannend, aber ich bin auch noch am Anfang. Also relativ, ich bin den ersten Akt irgendwie bisher durch. Und putsch! Ich denke mal, später wird es dann irgendwie noch krasser. Obwohl ich das Gefühl habe, es geht eigentlich mehr darum, die Charaktere zu farmen und dann hochzuleveln, aber ist auch egal. Putsch! So, nicht dolle. Ah, ihr wollt bestimmt meine Spezialattacken hier mal sehen. Machen wir doch jetzt mal hier nur Spezialattacken. Putsch. Ja, okay, hier, das ist so taunten. Jetzt greifen alle den an. Putsch. Und der kann auch bloß heilen, das brauche ich auch gerade nicht. Stirb. Ah, hier, der hat noch was Schönes. Ja, geht ab. Das sind jetzt eigentlich alles Schneesoldaten. Ach, das ist der bekackte Boss. Ja, den macht man eigentlich erst zum Schluss. Na, jetzt ist er schon gelb. Ich mach normalerweise, macht man den seine Wachen alle tot. Testen wir dann das hier aus. Na, ordentlich. Ausgewichen, dieser Bastard. Dö-dö-dö-dö. Und 3 Sterne. Das. Scheiße! Ich will mal so 15%, den will ich doch verarschen. Der will mich sowas von verarschen. Und ich habe gerade noch gehofft, dass ich mit der Ladung übers ganze Review komme. So. Ja, das Kabel ist so kurz. Alter, was ist denn das da im Hintergrund? Okay. Das Zocken, das braucht ganz schön Akku, wie er gerade auch mit feststellt. Der wird auch warm. Aber bisher handwarm, ist also noch im vertretbaren Bereich. Trotzdem machen wir jetzt hier mal das Ganze mal aus. Ihr habt es ja gesehen, es geht ja nur darum. Na toll, das Kabel ist zu kurz. Es geht ja nur darum, sich hier einen Überblick zu verschaffen. Und ich denke mal. Ich habe euch einen Überblick verschafft. Scheißdrecksen. Ich wollte eigentlich gerade noch Need for Speed öffnen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier die zusätzlichen Daten schon runtergeladen habe. So, machen wir noch ganz kurz eine Runde mit dem Auto. Und ich werde hier gleich eingangs schon wieder bestochen. Vor allem 50.000. Ah, da steht nicht 50.000, was, seht ihr? Könnten auch 50.000 Bananen sein. Und doch 50.000 Dollar, keine Bananen. Naja, kann ich mir vom Bananenfarm kaufen. Untergrund. Kamera. Bin ich das nicht schon gefahren? Ah, ich habe abgekackt letztes Mal. Wumm. 260 L. Oh nein, diesen Quatsch hatte ich doch schon gemacht mit diesen LW. So was Blödes, das hat er nicht gespeichert. Naja, dann nehmen wir halt irgendwas hier aus dem ersten Kapitel.
Kapitel. Das ist ja doof. Jetzt kann ich nur meine Werkstatt diesen ganzen Kladderadatsch ins Auto bauen. Meh. Ist auch egal. Es geht ja nur darum, euch ein bisschen zu zeigen, wie das Spiel denn halt so läuft und wie es mit der Performance mit des Gerätes so bestellt ist und ja. So, geht's dann mal los. Mal ein bisschen ruckeln. So. Ja. So, wahrscheinlich nur, was jetzt in Speicher alles laden musste. Jetzt geht's doch. Können wir ganz gut fahren. Und ihr seht, die Auflösung, die geringe Displayauflösung macht sich hier eigentlich nicht so unbedingt bemerkbar. Sieht eigentlich nur noch geil aus. Oh, da bin ich ja schon Erster. Ui! Gar keine Zivilisten, die ich umfahren kann. Doch, da war einer. Ah, steht doch vorbei. Die sind immer so kurz, diese Level. Fortfahren. Wortwörtlich. Ein geheimer Preis. Jetzt war er wirklich nicht drunter. Vor allem, was ist das für eine Scheiße? Ist das was? Eine Klammer? Eine Klammer, ich werd verrückt. Ich hab eine Klammer gewonnen, eine Büroklammer. Ich werde mal großzügiger hier. So. Naja, reicht's mal. Wir haben jetzt, das ist jetzt schon das dritte Spiel. Ich will es mal nicht übertreiben. Das Video wird sonst wieder so elendig lang. Und das soll es ja nicht. Machen wir mal ein bisschen scharf hier. Auch einen kleinen Größenvergleich könnte man eigentlich mal noch machen. Also ich rede jetzt natürlich von Smartphones. Das blöde Kabel ist zu kurz. Was, wie viel Akku haben wir denn jetzt wieder? 17%. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das Gerät, das lädt unglaublich schnell. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Akku halt nur 1900 mAh groß ist oder klein. Und ja, da braucht er natürlich ein Ladegerät, was ein bisschen Bums hat. Meinst du jetzt, das hat glaube ich 2 Ampere, das ist schon ziemlich ordentlich. Wenn ihr jetzt bloß so eine 500 mAh Lusche habt, dann wird das natürlich nichts. So, ich finde das Gerät, das TRL ist relativ kompakt. Aber halt nur relativ. Daneben auch ein anderer 5 Zöller, das Arcos 50 Cobalt. Daneben noch ein 5, ja doch, auch ein 5 Zöller. Das ist das MPS 168 Plus und ein 5,5 Zöller. Passt alles kaum ins Bild. Das LiTV X800 bzw. LiTV One Pro. Und ja, da sehen wir es dann. Also ist jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich groß. Ist natürlich auch nicht unbedingt außergewöhnlich klein. Kann man eigentlich auch alles mal anschmeißen. Da können wir uns mal die Displays auch mal so ein bisschen reinziehen. Und da seht ihr, dass das TRL hier eigentlich ja ganz normal ist. Ne? Ups. Ach, lass den Scheiß. Also ist, ja, von der Größe her, auch vom Display her, alles sehr, 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 sehr Standard. Und zufriedenstellend. Ist immerhin jetzt von den Geräten, die ich ja auf dem Tisch liegen hatte, mit dem MP zumindest das billigste. Und ja, trotzdem merkt man das nicht unbedingt, wenn man es jetzt in der Hand hält. Oder wenn man es so sieht. Ich habe jetzt schon eine Weile, habe mich natürlich dran gewöhnt. Aber ich bin der Meinung, das sieht nicht unbedingt wie ein billiges Telefon aus, sondern halt wie ein ganz normales Smartphone. Nichts unbedingt Außergewöhnliches von der Optik, aber jetzt auch nicht eins, wo man sagt, so, oh, das sieht ja voll billig aus. Wie zum Beispiel bei der alten Samsung-Höhle. Guck mal, wie dick das Ding ist. Das sieht halt, naja, das ist halt so ein Telefon, wo man sagt, so, ja, das sieht übelst billig aus. Hier nicht. Okay, machen wir mal weiter. Mit dem WLAN, das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, denn wenn WLAN kacke, dann Internet langsam oder ihr habt halt dann in bestimmten Räumlichkeiten bei euch in der Wohnung dann halt gar kein Internet und das ist ziemlich scheiße, um das mal dezent zu bewerten. Geht ja schon los. Ich nehme den Ooclass Beat Test, den findet ihr kostenlos im Play Store, da könnt ihr dann hier die Geschwindigkeit von euren Netzwerken ein bisschen testen, von euren WLAN.
Und jetzt ist der WLAN-Router allerdings direkt neben mir. Ich habe den umgestellt. Das heißt, ja, hier natürlich entsprechend viel Druck. 47. Also meine Leitung macht 90, ja, und ich habe hier 48 insgesamt gekriegt, ja, das auch die 2 da, das ist schon das absolute Maximum. Es kann übrigens runterziehen und dann kommt hier immer was über Okla. Das ist offensichtlich eine Katze gewesen. Ich glaube, die ist tot. So, nehmen wir mal ein Netzwerk, was weiter entfernt ist. Das kann man hier ganz einfach dann... warum zeigt dann das hier nicht an? Gut, dann müssen wir halt in Einstellungen und loggen uns mal in meinen Repeater ein. Der steht nämlich weiter weg. Ups, nein! Das wollte ich doch gar nicht. Repeater verbinden. Oder ist schon zu weit weg? Nee, ist er nicht. Ihr seht, der Empfang ist jetzt schwächer. Der ist fast 3 Räume entfernt. Also schon eine ganze Ecke. Und ja, da wiederholen wir den Test einfach mal. Gucken. Ping ist immer noch auf 9. Ja, okay, gut. Da geht es natürlich die Dezent natürlich stark nach unten. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch 3 Räume weit weg. Viele geschlossene Türen dazwischen. Ja, gut, der Upload, wie gesagt, der ist ohnehin begrenzt durch meine Leitung. Also über 2, also über das Ergebnis, da kommt er eh kaum hinaus. Das kann man eigentlich nur testen, wenn man eine Leitung hat, die halt synchron ist, aber habe ich nicht. So, also im Großen und Ganzen, das WLAN ist top. Punkt. So, das GPS, das habe ich auch mal ein bisschen getestet, mit Google Maps. Jetzt kann ich es immer ganz gut testen mit Pokémon Go, da ist man ja auf GPS mehr als angewiesen. Dafür nutze ich auch gerne mal GPS-Tests, gibt es kostenlos im Play Store. Und da kann man zumindest mal ganz gut messen, wann man genau den GPS-Fix bekommt, also wann man positioniert wird. Und das geht bei dem THL in unter 10 Sekunden, also ziemlich schnell. Das ist ja für Pokémon zum Beispiel ziemlich wichtig, weil hat ja keine Lust, da ewig rumzuwarten, gerade wenn man ein Pokéstop ist. Man kann den ja erst farmen, wenn man halt auch GPS-Empfang hat. Und das geht hier eigentlich ziemlich schnell. Und ja, was den Empfang angeht, also hier in meiner Wohnung kriege ich keinen. Oder keine Ahnung, vielleicht kriege ich jetzt demnächst noch einen, das wäre ja auch nicht verkehrt. Wenn die guten GPS-Module, da kriegt man dann auch in der Wohnung Empfang, was ja auch für Pokémon eigentlich ziemlich geil ist. Ja, das hier nicht, ist halt nicht das beste GPS, aber zum Autofahren und zum Zocken reicht es halt und auch mal um sich halt durch den Wald oder so navigieren zu lassen. Also zu Fuß halt. Ah, da, jetzt haben wir schon einen 2D gefixt, jetzt haben wir einen 3D gefixt. Dauert halt ein bisschen, geht schon, kriegt eine 3 oder vielleicht so eine 2 minus oder eine 3 plus, würde ich sagen. Das GPS-Modul. Ja, dann noch was zum Akku. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Der ist schon jetzt auf 10%. Also wenn man das Gerät jetzt hier so intensiv benutzt. Aber ich glaube, ich habe auch die Display-Helligkeit noch. Nein, habe ich nicht. Okay. Das sind halt nur 1900 mAh. Also was soll man sagen? Es ist aber nicht so wenig, wie es jetzt klingt. Denn das ganze System, das verbraucht jetzt nicht so viel Energie. Außer man hat jetzt wirklich das WLAN an, das GPS an, das Display an und noch auf voller Helligkeit, dass man wirklich alles anschmeißen, am besten die Kamera noch dazu. Dann geht es relativ schnell alle. Beim Zocken geht es halt auch relativ schnell alle, ist ja klar. Das ist bei anderen Geräten auch so. Ich meine, gut, wenn man jetzt 3000 hätten, dann würde es dann halt, dreiviertel Stunde länger spielen. Aber wenn man jetzt halt nicht intensiv Pokémon suchtet, dann kommt man aber mit dem Tag schon hin. Also mit WhatsApp, mit Surfen und immer mal eine E-Mail schreiben oder lesen. Und was man halt mit dem Gerät so alles macht, ach ja, natürlich, telefonieren, was man auch noch ab und zu macht. Da kommt man mit dem Tag, abends ist der Akku dann relativ leer, aber man muss eigentlich nicht nachladen. Habe ich tatsächlich nicht machen müssen, erst seitdem ich dann auch mit Pokémon mal angefangen hatte. Ist das natürlich schon ein Dauerproblem, ja, da ist schon mal morgens um 10:30 dann der Akku tot. Oder noch früher, je nachdem. Wie man intensiv denn das da jetzt so rumsuchtet. Also, ich merke gerade, ich habe jetzt hier schon die unwichtigeren Sachen durchgenommen, dabei habe ich die Kamera ja übersprungen. Die Kamera habe ich ja voll vergessen, die machen wir jetzt mal direkt. Aber wir halten mal fest, der Akku ist jetzt nicht unbedingt, bietet absolut keine Reserven, aber man kommt auf jeden Fall, man kommt über den Tag, wenn man nicht zockt. Kamera. Ich habe wie immer ein paar Fotos gemacht, um euch dann die Kamera ein bisschen zu zeigen. Und die werde ich am Ende des Reviews dann noch wieder anhängen, dass ihr euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen könnt. Das habe ich jetzt hier mit HDR gemacht. Also die Kamera ist halt okay. Ich meine, das Gerät kostet 60 Euro, da erwartet man jetzt bestimmt hier nicht eine Top-Kamera. Das wäre unrealistisch, aber es reicht halt, um immer mal
das ein oder andere Foto zu machen. Ich überlege gerade, was der Unterschied ist. Ja, der Unterschied ist, dass es mit HDR und das ist ohne. Der HDR-Modus ist hier, naja, der holt halt schon, er holt schon noch ein bisschen was raus, aber ist jetzt nicht unbedingt so super fantastisch. Wir können sehen, dass durch den HDR-Modus wir hier Wolken sehen können. Ja. Auch der Turm, der hat hier noch ein paar Details dazu gewonnen. Und hier nicht. Hier sieht man die Wolken fast gar nicht. Da sehen wir eigentlich nur eine weiße Fläche. Dank HDR hat er da noch ein bisschen Struktur rausgeholt. Ich werde es, wie gesagt, dranhängen, da seht ihr den Unterschied dann ein bisschen besser, sieht man jetzt hier nicht so gut. Ja, hier, das sieht eigentlich auch ganz gut aus, so die Farben sind in Ordnung, das ist, glaube ich, ohne, das ist, glaube ich, mit HDR, ist ein bisschen bunter geworden. Ja, hier, wie man dann sieht, wenn wieder so starke dunkle Stellen und helle sind, ja, dann überblendet das dann hier bereits Details. Ja, das ist auch in dem Preisbereich normal. Auch hier ist es ganz schlimm hier im Hintergrund. Ja, seht ihr, das verfälscht hier das Gebäude eigentlich, die Post eigentlich komplett. Da sieht dann schon ein bisschen doof aus. Auch überhaupt hat er dann hier den Weißabgleich und so. Das ist dann alles nicht so toll. Aber wenn man eine sehr homogene Belichtung hat, dann kann man eigentlich schon Fotos machen, die okay sind. Ich glaube, das eine ist jetzt auch wieder mitten, das andere ohne HDR. Deshalb mache ich mal so zwei hintereinander. Wie gesagt, der bringt hier immer mal ein paar Details raus. Aber ist jetzt nicht unbedingt so super. Na toll. Finde die Katze. Okay, Zeit ist rum. Da ist sie. was auch gut ist, man kann mal einen Text abfotografieren. Ja? Das ist hier der ganze Bildschirm im Prinzip. Also man kann das auch mit A4-Blättern machen, ist ja klar. Und ja, sehr gleichmäßig. Ja, guten Tag. Kann man gut lesen. Genauso wie halt das mit freundlichen Grüßen. Also könnte auch zum Dokumentescannen verwenden, da war ich noch ein bisschen überrascht, dass das so gut geht. Aber geht. Also für mich ist das zum Beispiel mal wichtig, wenn ich ein Dokument, wenn ich irgendwas merken muss, dann fotografiert es einfach ab und fertig. Das gilt zum Beispiel auch für Zugangsdaten oder so, ich mir halt, oder irgendeine Zahlen oder was weiß ich nicht alles. Fotografiere ich mir dann einfach ab und ja, hier im Makromodus sozusagen kann man dann eigentlich auch noch ziemlich scharfe Fotos machen. Na, so eine. Ach, ich bin noch fast durch. Okay, kommen wir zum Ende. Ich glaube, ich bin ja eigentlich durch. Ne? Die Kamera habe ich gerade jetzt gezeigt. Ja, also Fazit. It's Fazit Time. Mal ein bisschen scharf stellen. So. Ja, da sieht man jetzt auch hier wieder, jetzt nur das Review, wie das Ganze verschmiert ist. Ihr könnt ja vorstellen, wie das denn aussieht, wenn man sich das an die Wange gehalten hat. Gerade wenn man so ein pickliger Teenager ist, dann wird's brutal, ja. Dann sieht man da gar nichts. Da kann man da erstmal mit einem Abzieher drüber. Ich mache ein bisschen heller. So, also. Wie gesagt, ich bin eine Woche mit dem Gerät rumgerannt. Ach ja, der LED-Flash, ne? Zum Glück muss das Gerät dafür nicht eingeschaltet sein, dass ich euch dazu sagen kann. Der ist auch ziemlich kräftig. Dann war ich eigentlich ziemlich zufrieden gewesen. Manche sind ja zu dunkel, die sind überhaupt nicht zu brauchen. Aber der LED-Flash, der ist okay. Ist nur ein Single-Flash, aber egal. Das passt. Auch die Farbtemperatur finde ich okay. Zum Beispiel vom MP jetzt, der ist ziemlich blau, also sehr kaltes Licht. So. Ich mag es eher, wenn auch die Flashs ein bisschen wärmeres Licht von sich geben. Nun denn, Fazit ziehen. Ja, das Gerät, das kostet, wie gesagt, 60 Euro und hat nun, kann man jetzt endlich sagen, keine größeren Macken und in dem Preisbereich liegt man ja eigentlich gerade darauf Wert. Es ist sozusagen ein guter Allrounder, die Performance ist okay, die Kamera, die ist für Schnappschüsse vollkommen ausreichend, auch die Frontkamera, also für ein kleines, also für Videotelefonie, da kann man jetzt keine großen, tollen Selfies machen, für Facebook kleine so, ja, oder mein Profilbild oder so. Aber jetzt irgendwelche tollen Selfies, wie man so an irgendeiner Klippe steht und hinter einem die ganzen Adler rumfliegen, da würde ich mir lieber eine richtige Kamera holen. Also ist keine Urlaubskamera unbedingt. Es ist eher für Schnappschüsse geeignet, um irgendjemandem was zu verdeutlichen oder um ein Dokument zu scannen. Die Verarbeitung, die ist voll in Ordnung. Die Haptik, die ist eigentlich auch super. Also 124 Gramm, ja, das ist relativ leicht. Und das Gehäuse, jetzt die Ränder sozusagen, das ist alles noch im vertretbaren Bereich. Habe ich ja vorhin verglichen mit anderen 5-Zöllern, also ist jetzt nicht ein riesen Klopper. Ist auch jetzt nicht irgendein Backstein oder sowas, ja, der schlecht in der Hand liegt. Es fällt einem auch nicht so leicht aus der Hand, eben wegen dem geringen Gewicht und weil das Gehäuse eigentlich auch relativ griffig ist. Ja, es ist nicht so allglatt oder so oder verschmiert schnell. Das ist vollkommen in Ordnung.
Also Haptik ist super, die Performance ist super, die Kamera ist halt in Ordnung, habe ich ja schon erzählt drüber. Der Lautsprecher, der ist eigentlich, den finde ich echt klasse. Das Display muss man sich ein bisschen einstellen, habe ich euch ja gezeigt, wie. Und wenn man das gemacht hat, dann ist das eigentlich auch super. Das heißt, YouTube-Videos gucken oder mal ein Spiel spielen, oder halt im Netz surfen und sich Bilderchen angucken oder sowas, das geht mit dem Gerät eigentlich auch einwandfrei. Ja. Zum Glück ist der Touchscreen eigentlich auch sehr, naja, hat also eine gute Reaktion. Ja. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe mit dem Gerät alles gemacht. Bluetooth, ja, ich habe voll Bluetooth vergessen. Ja, dafür muss ich es auch nicht anschalten. Also gehen wir auch das ganz schnell durch. Bluetooth funktioniert einwandfrei. Damit haben wir es. Okay. Ja, also. Ich wollte ja das Fazit ziehen, das Gerät kostet 60 Euro, ihr habt ja ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eigentlich ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Es hat Spaß gemacht, das Gerät zu verwenden und ja, ich weiß nicht, ob es dafür noch so viel mehr zu sagen gibt. Wie gesagt, wer das Zubehör noch sehen und sowas, was halt so mit der Box alles kommt, dann guckt euch das Unboxing an. Es ist ein Telefon, was ich nur empfehlen kann. Ich hatte keine Probleme, es lief auch alles stabil. Das Gerät sei es nicht einmal eingefroren oder sowas, oder wie bei den Arcos, ja, dass man es nicht entsperren kann, muss auch wieder ausmachen, wieder anmachen, oder dass die Rotation vom Display nicht richtig funktioniert. Nö, nö, nö. Die Software, die ist soweit stabil und fehlerfrei. Es kann manchmal natürlich sein, dass jemand das Gerät kauft, hat aber einen älteren Softwarestand drauf, weil es von Werk ab dann später halt gepatcht wird. Und dass er dann Probleme damit hat. Aber ich jetzt mit dem Gerät, mit dem Softwarestand hatte, keine Probleme, lief alles stabil und kann euch das Telefon von daher für das, was es kostet, absolut empfehlen. Nun, wenn euch das Review gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und was kann man noch so machen? Man kann es noch teilen und seinen Freunden erzählen, ey, hier, ne, da gibt es so ein Vorbild, der macht Reviews. Oder halt euch nicht, gerade dann, wenn es euch nicht gefallen hat und ihr sagt, nö, der erzählt ja nur Blech. Okay, als nächstes ist mal schauen, ich glaube, Unboxing dran. Ich habe wieder mal zwei Geräte gekauft. War eine Empfehlung von Zuschauern gewesen und da musste ich einfach zuschlagen. Bei mir stapeln sich langsam die Geräte. Und ja, mal schauen, ob ich morgen dann noch ein Unboxing fertig bekomme. So, also, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Body's infected.